wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Weil hier am Ende der letzten Folge war ich ja hier auf dem Acker, hab den 922 abgeladen. Jetzt bin ich auf dem Weg runter nach Mainz ins Kraftwerk. Da muss irgendwie ein Kranbahn, Kranteil, Kran, weiß nicht was, auf jeden Fall irgendwelche Stahlträger geladen werden. Alles für nach Hause. Muss ich mal gucken, die sind um die 15 Meter lang. Gucken, wie ich das wieder mache. Sollte sie durchflexen, brennen. Der Kollege steht schon unten. Laden schon das erste Teil, das sind anscheinend zwei. Was denn genau? Ich habe im Moment gar keinen Plan, was das überhaupt sein soll. Auf jeden Fall mache ich das jetzt. Könnte sein, dass das noch recht lange dauert, weil das zweite Teil ist noch nicht einmal ausgebaut. Das wird erst noch ausgebaut werden müssen. Gibt es eine gute Kantine. Macht das Warten auch Spaß, vor allen Dingen macht es auch Sinn. Jetzt ist es 10, bleib stehen, jetzt ist es 10 vor 8, ja, bis ich runter bin. Perfekte Frühstückszeit. Besser geht es gar nicht. Ja, fahren wir da runter und dann wir mal, wie immer, ne? So, also gut. Wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen Wartezeit haben, stelle mich hier links hin. Da steht der Autokran. Also ich habe noch nicht geladen. Ich fahre jetzt hier rückwärts vor den Kran. Da vorne dran. Fahre ich jetzt hier rückwärts rein. Ich lasse die Kamera drin. Das ist zu viele Nasen. Zu viele Nasen. Die fahren einfach, es ist wirklich ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Ich habe sowieso Vorfahrt. Ich nehme jetzt auch nur den Träger vom Kran mit.
Biene lasse ich mal drin, weil die sind noch nicht los. Träger haben wir genug daheim. Lass ihn durchfahren. Lass ihn durchfahren. Ohne Watte. Dass wir jetzt 2 Sekunden warten, nee, da wird dann hier über die Wiese gefahren. Ja, alles gut. Ohne Watte. Wir haben den ganzen Klimbim-Krams hier geladen. Vorhin kam die Kranbahn, die mein Kollege geladen hat, die war schon demontiert. Meine war jetzt noch nicht demontiert. Haben jetzt noch mehr oder weniger abgebaut. Ich weiß es nicht genau, jetzt ist es 10:01, ich glaube, ich war kurz vor 9 hier. Bis dann alles richtig verzögert ist und gemacht ist und dann ja. So, mal alles nach Hause jetzt. Das irgendwo. Hallo am Donnerstagmorgen. Zunächst mal sorry wegen gestern Mittag. Ich habe gestern Mittag, ich hatte gefilmt, ja, aber bis dann alles soweit war, der Akku schon wieder leer. Ja, man sieht uns eigentlich dann nur im Hof herumlaufen und wie ich irgendwelche Gürtel löse und mache, aber vom eigentlichen Kran, von der eigentlichen Kranarbeit sieht man gar nichts. Also war wieder für den Allerwertesten. Egal, ist jetzt halt so. Heute Morgen fahre ich rüber nach Osthofen bei Worms. Soll ich irgendeinen drei Seitenkipper, da ist wohl defekt und den soll ich laden und den Bauhof von dieser Firma bringen. Keine Ahnung welche, ich habe keine Maße, also breit sein wird der 2,50. Ja, ich weiß keine Länge. Gut, Länge kann ich anpassen. Was mir wichtiger ist, wäre die Fahrzeughöhe. Wenn der 3,60 Meter, 3,70 Meter hat, wird schon wieder, beschissen.
Folie her. Wie gesagt, ich fahre jetzt mal hin, guck mir das Ganze an und dann werde ich entscheiden, was ich mache und was nicht. Hier in die A-Straße bzw. A-Straße reinfahren und dann ich weiß es gar nicht mehr genau, Weserstraße glaube ich oder so. Weser, Werra, Werra. Au, boah, das war voll der Bordstein, super. Wackeln, verschmilzt. Von der Firma Hidden Hochdach. Wenn das der ist, dann werde ich den nicht fahren können. Da werde ich bei 4,30 Meter etwa sein. Und das mache ich dann nicht so. Offen und ehrlich, wäre es jetzt bei uns zu Hause oder ja halt da ums Eck irgendwo 5-6 Minuten fahren, würde ich das machen so, aber nee, so machen wir das nicht. So, mal gucken. Meine Fräse, es wird ewig gefahren. Sie erreichen Ihr Ziel um 9.18 Uhr. Wollen wir doch gar nicht. Ja, das Telefon am Ohr, klar. Das ist jetzt die eigentliche Baustelle. Aber da muss ich nicht rein, ich muss hier aufs Lager. Doch, ich bin richtig. Ja.
sehen, habe ich ja schon ein bisschen Bedenken, ne? Auf Pfanne müsste ich jetzt rein. Drin irgendwie, keine Ahnung. Ja, packen natürlich Autos, ne? Kann ich auch voll haken. Ich bleibe hier mal kurz stehen. Ich muss jetzt mal. Hier stehen überall absolute Halteverbotsschilder. Scheinbar steht das die wenigsten. 6.30 Uhr bis 17 Uhr. Werberstraße, also hier steht der Bagger. Ja, ich laufe mal davor, ich gucke mal. Kann anscheinend hinterkommen. Ich weiß nicht, ob ich rückwärts hinkommen soll oder nicht. So.
alles wunderbar geklappt. So, gucken, dass ich rauskomme, das sollte auch passen. Halt wieder volles Tiefbett durch die Schotter. Ich habe wieder alles voll liegen. Ne? Mist. Habe ich wieder geschlafen. Kann er mal sauber machen hier. Nicht, aber die Vorgartenmauer. Ja, mit Außenspiegel. Das hat nicht geklappt. Gleich 11 Uhr haben wir es. Ich hab schon leer, hab schon das Tiefbett zusammengeschoben bei uns im Hof hier eben. Hätte ich können filmen, ne? Das abladen. Der hat noch Kupplungspedal und sogar noch Tarotscheiben gehabt. Aber es war halt alles nicht mehr so, wie soll ich sagen. Es ging nicht mehr so einfach. So, jetzt fahre ich, heißt das Lauter, in Einsiedler Hof gegenüber Amazon. Dies ist keine Werbung. Und werde die Planierraupe, die unsere 736, unsere größte, werde ich laden. Mal gucken, ob die, entweder kommt die nach Hause oder geht die rüber nach Ingelheim. Am Stein werden wohl wieder Flugmanöver geübt.
rausfahre, kann ich über die Brücke drüber fahren. Aber von der anderen Seite kann ich, glaube ich, nicht Richtung Autobahn fahren. Wenn ich das recht weiß. Vorne fahren mal Fahrzeuge über die Brücke, also sollte das gehen. Zurückfahren muss ich auch eigentlich gar nicht. Ich könnte ja dann, falls die Ausfahrt oder die Einfahrt frei wäre, müsste ich ja vorne dran sowieso abbiegen. Also, gucken wir mal. Aber diese Richtung rüber, wo ich jetzt bin, siehst du, hat einfach kein Fahrzeug fahren. So, ich dann denke, dass ich auf die linke Spur fahre. Gemacht. So, zweispurig, also ich will nicht Richtung Autobahn, sondern ich will Richtung Stadt. Rückreise, okay. Hochzus komme ich nicht. Hochzus komme ich nicht, ist aber auch in der letzten Züge hier. Wird noch diese Woche dauern vielleicht und dann. Kann ich überhaupt abbiegen links? Na, no, auch nicht. Ampel kommt hierher. Ich stehe irgendwo, ne? Da kommt Freude auf. Ich guck mal, ob ich da vorne auf den Schotterparkplatz gefahren krieg. Schotterparkplatz. Die Baustraße. Wobei, hier ist auch fest, ne? Das Schild noch nicht zusammengebaut. Das auch noch.
13.19 Uhr. Noch über eine Stunde mache ich wieder hier rum. Wenn man den filmt, weiß ich, ob man das erkennen kann. Kann ich hier nicht zoomen irgendwie? Ich kann doch hier zoomen irgendwie. Scheißegal. Sorry. Nämlich das Teil, der sich wegklappe, ja. Und dem eigentlichen Schild, dem feststehenden Teil, wenn da was dazwischen steckt, da war eben so ein dünnes Poliereisen drin. Ja, du bringst die Bolzen, die bringst du nicht raus. Das ist brutal. Das ist brutal. Ja. Deshalb hat es jetzt so lange gedauert hier. Und natürlich regnet es mal ausnahmsweise wieder. Ich hänge jetzt zusammen. Dann rufe ich an, ob das Teil nach Hause geht oder gleich nach Ingelheim runter. So ist mal der Plan. Dann ist umgelegt. Ah, weiß nicht, wer die Raupe gefahren hat. Normalerweise sind unsere Raupenfahrer unsere saubersten Kollegen. Saubersten in Anführungszeichen, nicht Kollegen. Wenn die wissen, dass die Maschinen geholt werden, die sind blitzeblank. Zwei von unseren vielen Raubefahrern. Zwei, die es auch können. So. Egal, bevor ich mich jetzt noch weiter im Kopf und Kragen rede, ich hänge jetzt zusammen. Es ist gleich 10 vor 3, ich bin in müde, bin in Ingelheim. Und wie man sieht, man könnte meinen, es wird wieder Sommer, der Regen ist zurück. Echt lange her, oder? Au. Ist echt lange her, dass es von oben was gab. Oh. Schöne Autos stehen hier. Da haben wir doch den Appelkreisel. Der von weitem aus sieht, wie wenn jemand dahinter in die Luft streckt. Sauber gemacht. So viel wie ich weiß, sollen die ganze oder viele der Aufweige hier wieder eingeebnet werden. Nee, ist bestimmt nur die Baugrube fertig und der Baggerfahrer hat den Bagger einfach hier vorgefahren. Weil mitnehmen könnte ich den Bagger eh nicht jetzt. So, alles gut. Auf ins Getümmel. So, vorne rechts steht die Raupe. So, ich habe nicht gefilmt draußen. Das war hat eben einen kurzen Schutt gemacht hier. Ich musste meinen Regenjacke anziehen. Dementsprechend rieche ich jetzt auch. Ja, Schweiß und Regen. Das passt nicht. Alter, mach doch einfach die Bremse auf. Dankeschön. Und ja. Ich 20 vor 4 darf feiern fahren. Kann
Kamera hast du wieder falsch verstanden. Ich darf Feier machen. Ich. Nicht du. Nicht du. So, hier werde ich auch nochmal gleich ein bisschen laden. Morgen. Ich bin auf dem Kipper hinten dran hängen. Ich fahre heute wieder Kipper. Ich fahre dasselbe wie das letzte Mal. Bin lade in Sembach, fahre nach Mainz ins Kraftwerk, dann fahre ich rüber Wiesbaden, Bauhausbaustelle und dann lade ich dort wieder für Rockenhausen. Von Rockenhausen fahre ich dann wieder hoch nach Sembach, lade Rodes. Mainz, hier gerade in Mainz. Hab abgeladen. Jetzt fahre ich die Schiersteiner Brücke. Hab ich dir schon mal gezeigt? Ich glaube ja. Die Fahrt Richtung Wiesbaden ist jetzt auch wieder fertig. Mal hier vorne gleich die erste raus wieder. Und war dann quasi ohne am. Ist das noch der Rhein? Oder ist das so weit? Es müsste noch der Rhein sein. Kann mich auch täuschen. Da sind wir. Das mache ich noch ein bisschen heute. Heute ist auch Freitag. Es wird nicht mehr so viel. Wird nicht mehr so viel passieren, sonst denke ich. Ein, zwei Transporter hätte ich können fahren. Vielleicht kommt auch später noch was. Ist ja oft, dass dann irgendwann am Nachmittag noch irgendwas getauscht werden muss oder so. Nicht oft, aber es kommt halt vor. Jo. Machen wir das heute für einen Freitag, eine entspannte Arbeit, du musst nicht viel machen, du fährst einfach nur, ja, kann ich mitleben. Jetzt hier Wiesbaden durch, das hier ist wohl eine etwas gehobenere Wohngegend, denke ich, keine Ahnung. Der schönste Abschnitt auf den paar Metern hier. Das Schloss Biebrich ist hier. Und rechts, ich denke, das ist wirklich der Rhein. Das müsste der Rhein sein. Ich weiß nicht, ob man das hier zwischen den Bäumen durchsieht. Davon, von hier aus gesehen, links müsste dann der Main kommen. Sagt's und filmt auf die andere Seite. Wenn es hier heute Mittag wieder schön warm ist, ja, dann gibt es auch was
fürs Auge. Die Männer wissen, was ich meine. Viele Straßencafés hier. Ja. Da drüben, wo diese zwei blauen Türme sind, da habe ich eben abgekippt. Da ist das Kraftwerk und dieser große Turm, der hier steht. Ja, fahren wir halt darüber. Sorry. Ich bin so faul für mein Stativ dran zu machen. Ich habe jetzt geladen, jetzt fahre ich hier raus. Möglicherweise, der war intelligent, oder? Der war richtig geil. Ich fahre nochmal rocker Hause, mach leer und ist Feierabend.
und so viel wie ich weiß, bis jetzt ist nichts. Kann ich natürlich noch ändern, aber ich denke nicht. Ich denke nicht, dass sich das noch ändert. Eine alte Spanngurtwanne. Gott sei Dank hat meine Karre das nicht. Sorry, ich bin schon wieder müde. Oh, ich hab grad vergessen, die Kamera aufzustellen. Mir ist die Schuppe von der Aare gefallen. Weil, so, mal gucken, ob das Zeug. Ja, sauber. Das rutscht nicht so gut. Da ist irgendwie so ein Lehm oder Löss oder irgendein Scheiß drin. Das ist sehr anhänglich, der Kram. Sehr anhänglich, der Kram. Das war der Gong zum Schluss. Man merkt das, wie langweilig war heute, oder? Wenn du den nicht hältst, habe ich das gezeigt, ja. Dann schnellt er zurück wie. Sorry. Mir war es echt langweilig heute. Alter, mal aufs Dach zu. Wieder Fernbedienung. Ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Und dann fahren wir nach Hause. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Da habe ich den ganzen Tag im Sack. Ne? Ich hoffe nicht, dass wenn ich später zu Hause die Hose ausziehe, dass ich die immer noch dabei habe. So, halbe Tank gebraucht. Fahrt noch eine gute halbe Stunde heim. Das habe ich gebraucht heute. An Zeit und an. Ist immer so ein komischer Balke zwischendrin, ne? So. Das sind meine Fahrzeiten. Eigentlich ist das ein richtig entspanntes Arbeiten, ne? Hey. Oder bleibt stehen. Richtig entspanntes Arbeiten. Vorhin Kurven gefahren, wo mir Fahrzeuge entgegengekommen sind. Das war krass deutsch. Auf jeden Fall Kurve gefahren mit entgegenkommenden Fahrzeugen, wo ich mit meinem Fahrzeug, ich hätte so den Bordstein rasiert. Vielleicht sogar noch mehr. Und da fährst du einfach durch und bist immer noch 20 cm vom Bordstein weg. Egal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Freitags Kiepertag wohl, so wie es aussieht. Geht mir auf den Sack, Pieze. Freitags Kiepertag, so wie es aussieht. Letzten Freitag Kieper gefahren, diesen Freitag Kieper gefahren. Weiß ich schon, was ich nächsten Freitag mache. Habe ich meinen Gedanken von vorhin fertig ausgeführt, habe euch meine Zeiten gezeigt und habe gesagt, ich fahre jetzt noch eine gute halbe Stunde nach Hause. So, 16.20 Uhr. Ich werde echt alt. Ich bin total verstrahlt irgendwie. Ich bin durch oder so, ja.
auf jeden Fall mache ich jetzt Schluss. So ein Keil schon zum fünften Mord. Also. Danke mich fürs Zusehen. Kamera bleibt stehen, Alter Schwede.